Hallöchen, meine zombieverseuchten Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil Code Veronica. Das X lasse ich wie immer an dieser Stelle weg, meine lieben Freunde. Wir sind hier stehen geblieben, nachdem wir in der letzten Folge eine weitere blaue Steintafel einsetzen konnten und hier diesen hinteren Bereich des, ich glaube, es war das Gefangenenlager, betreten konnten. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen hier einmal direkt rein. Waffe und so ist, ja, einmal rein da. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich glaube, das ist der Raum, wo wir dieses Tagebuch lesen konnten. Ach du heiliges Kanonenrohr. Wir haben doch am Anfang des Spieles in den Kajüten der Leute haben wir ein Tagebuch gefunden, wo drin stand, dass die immer wieder Leute entführt haben. Und diese dann in diesen Raum hier hinten gebracht haben, wo auch diese Guillotine. Alter Lachs. Es scheint so, als ob er seziert wurde. Er ist bereits tot. Die haben ja wahrscheinlich irgendwelche Experimente durchgeführt damit, oder? Oder? Das war das Büro des sezierenden Arztes, nehme ich an. So, was haben wir hier? Notiz des Anatomen. In meinem Verstand hat sich ein Dämon eingenistet. Ich kann seinen brutalen Attacken nicht widerstehen, die mich dazu treiben, schreckliche Dinge zu tun. Es ist wie eine grausige Zeremonie, wenn ich von dem Dämon besessen bin. Liebe ich es, wenn sich Menschen vor Schmerzen winden, wenn sie in Agonie schreien und ihren Körper sich grausam verkrampfen, während sie langsam sterben. Der Sir Alfred war so freundlich, mich aufzunehmen, und er hat mir die Räume, Chemikalien und sonstiges Material zur Verfügung gestellt, um alles zu erforschen. Ich darf Sir Alfreds Vertrauen nie enttäuschen. Es ist besonders wichtig, dass niemand jemals den heiligen Raum zu Gesicht bekommt, den nur er und ich kennen. Ich schwöre, das Geheimnis um den Keller dieses Gebäudes mit ins Grab zu nehmen. Natürlich trage ich den Schlüssel zu dem heiligen Ort stets bei mir. Doch selbst wenn jemals ein Außenstehender ihn sehen sollte, würde er niemals vermuten, dass das ein Schlüssel sei. Ich darf nie vergessen, dass ich tot bin, wenn Sir Alfred mich nicht mehr vertraut. Ach, du heiliges Ah, ich weiß schon. Es ist ein Auge, oder? Es ist sein echtes Auge. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Du kriegst die Tür nicht zu, ey. Oh, ein Leichensack, schön. Ein Leichensack. Warum spielten die Kamera so auf diesen Leichensack an? Gestapelte Leichensäcke. Also Sir Alfred Ashford hat ihm immer dieses Material in Form von den Arbeitern bzw. den Gefangenenlagern gebracht. Da haben wir ja, wie gesagt, dieses eine Tagebuch gelesen, wo es immer wieder hieß, hinter den Raum der Guillotine werden Leute verschleppt. Und dann hören die immer nachts nur Schreie, weil der ja dann irgendwelche Experimente mit denen gemacht hat. Heieiei. Es war so klar. Ein sehr, sehr geiles Stilelement, muss ich sagen, dass sich dieser Leichensack jetzt bewegt hat. Das ist schon geil gewesen. Oh. 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 Oh Gott, schieß, schieß. Nachladen, nachladen. Lade nach. Ist der down? Scheint so. Ich nehme erstmal das rote Kräuterli mit. Das rote Kräuterli. Das gefällt mir gut. Das Oh! Nächster! Nächster! Der lebt noch, oder? Nee, der ist down. Okay. Ach, das ist hier. Das ist doch die Verbrennungskammer, oder? Alter, was ist denn das schon? Alter, was haben die hier mit den Leuten gemacht? Alter! Okay, hier wurde man aufgespießt. Hier wurde man aufgehangen. Und hier ist ein elektrischer Stuhl. Geil. Oh, ein Koffer. Ein schöner Aktenkoffer etwa? Ein Stahlkoffer. Alter, übelstes Foltermaterial hier. Das ist ja richtig heftig. Aber sehr, sehr viel Munition, die wir haben. Aktuell zumindest. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich so brauchen werden oder ob ich einfach nur extrem sparsam war. Kann ja auch sein. So, prüfen. Ist wieder mit einem einfachen Schloss, oder? Oha!
M93R Umbauteile. Ist ja geil. Ist ja mega geil. Meine Pistole ist jetzt umgebaut. Hoho. Das ist ja mal ultra gut. Okay, hier wurden die Leichen verbrannt. Wie auch immer die hier rausgekommen sind am Ende. Aber mehr gibt es hier auch nicht. Ich dachte, vielleicht findet man jetzt hier hinten dieses Auge. Oh oh. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Mein Controller vibriert und ihr hört den Herzschlag. Ist das vielleicht jetzt der Zombie, der aus dem Leichensack gekrochen ist? Oh. Oh, Tatsache. Das ist der Arzt, oder? Der für Alfred Ashford die... Alter, die Leute seziert hat, oder? Oh, Halleluja. Oh, nachladen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Puh, war der schnell. Das war kein normaler Zombie. Und wir haben das Auge. Okay. Alter, hab ich mir hier jetzt... Also wirklich... Hui. Okay, dann können wir jetzt hier das Auge einsetzen. Oh, da ist der Keller. Ich will da nicht rein. Ich will da, um ehrlich zu sein, nicht rein. Aber es scheint so, als ob ich muss. Wenn der an irgendwas rumexperimentiert hat, dann werden doch hier unten irgendwelche monströsen Monstrositäten sein, oder? Oh, nee. Fledermäuse auf alle Fälle. Und es ist arschdunkel. Ich habe halt auch mein Feuerzeug nicht mehr. Okay, Fledermäuse, solange ich nicht renne, machen die, glaubt, nix. Okay, ganz entspannt. Ganz entspannt, ganz friedlich, ganz gemütlich. Wo bin ich jetzt? Oh, na klar. Natürlich. Na klar doch. Wie sieht's aus? Tot? Jo, tot. Tod und Verderben. Ich weiß, warum wir so viel Munition haben, weil die Waffe ja jetzt Ultramunition frisst. Da haben wir übrigens Munition. Alter, was war denn das für ein Sadomaso-Typ hier? Guckt euch das mal an. Überall Fallen. Hier hat er die Leute ertränkt wie im Mittelalter. What the hell? Warum? Oh, Pfeile. Nice. Eieieiei. Abgedeckt mit einem festen Vorhang. Den muss ich irgendwie aufkriegen wahrscheinlich. So, warte mal. Bevor ich jetzt weiter meine kostbare Munition verwende, nehme ich hier einfach mal die paar Pfeile. Und nehme den letzten hier mal noch auseinander. Damit wir hier Ruhe haben im Saal. So, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Geht's hier rein? Ich frage mich, für was dieses Gerät war. Das weiß ich auch nicht. Ein altes Wasserrad. Ich frage mich, für was das war. Alter, geht's noch tiefer. Was zum Henker? Es kann doch gar nicht mehr schlimmer werden. Aber ich habe keinen Herzschlag. Hallo? Ist das ein Rätsel? Es sieht fast so aus, oder? Gott. Na gut, dann schauen wir mal. Die Steinstatue hält ein Schwert. Schwert nehmen. Nee. Kriegt man hier irgendwo einen Hinweis dazu? Diese Steinstatue hält ein Schild. Okay. Hält ein Helm. Eine Rüstung. Ich
kann nur das Schwert nehmen. Dann nehme ich es einfach mal. Okay. Okay. Dieses Schwert zu nehmen, bringt mir aktuell reichlich wenig. Weil wenn ich es nehme, fährt sofort der Kollege hoch und macht hier Giftgas rein in den Raum. Das bringt mir nicht viel. Das bringt mir, um ehrlich zu sein, gar nichts. Okay, dann sind wir hier erstmal durch, oder? Ich werde erstmal... Achso, wir haben ja noch eine Tür. Wir haben ja noch eine Tür, stimmt. Ich vergaß. Oh. Warum leben jetzt hier wieder welche? Das ist doch nicht fair, Leute. Das ist doch echt nicht fair. Also das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein, Leute. Das ist doch nicht fair, jo. Jetzt laufen hier die Zombies wieder rum. Das kann doch nicht angehen. Die hatten Feierabend. Die haben vorhin sich ausgestempelt. Das habe ich ganz genau beobachtet und gesehen. Kaum habe ich hier... Oh, oh. Oh, oh. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Gut, die Pfeile sind wieder dahin. Noch ist Munition da. Wenn auch nicht allzu viel. Ich hätte die vielleicht auch hier hinlocken können. Okay, naja, wir gehen erstmal dahin. Denn da geht's noch rein. Wobei ich auch hier immer noch nicht weiß, wo es lang geht. Oh, könnte das die Tür sein, die in den Raum führt, wo wir damals mit dem 3D-Drucker was drucken konnten? Kann das sein? Wir nehmen hier erstmal noch Munition mit. Munition. Kann ich hier rüber? Oh, kann ich tatsächlich. Da ist einfach eine Kiste. Da ist einfach eine Kiste, wo ich Sachen ablegen kann. Nice. Gut, dann lege ich erstmal das noch ab. Und das noch ab. Und das noch ab. Und lege noch das hier ab. Und das, glaube ich, kann ich auch erstmal ablegen. Und kann ich die Kiste jetzt verschieben? Kann ich. Ei. Das bedeutet ja, ich komme jetzt hier rein. Ist das das, was ich jetzt denke? Wäre krass. Es ist das, wie ich es denke. Aber was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Ach, dass ich die Sachen mitnehmen kann. Dass ich hier hinten diese... Ja, ja, die Metallgegenstände kann ich ja jetzt hier mitnehmen. Stimmt, ich vergaß. Die kann ich ja jetzt hier mitnehmen. Kann ich damit noch irgendwas machen? Nö. Okay, das brauche ich nicht. Gab's nicht noch irgendeine Metallstange oder irgend sowas? Wartet mal, ich probiere jetzt mal. Folgendes aus. Leute, ich bin nochmal hier in dem Raum, wo ich das Schwert entnehmen konnte. Denn ich hatte gerade so eine. Wie nennt man es? So eine Kundgebung bei mir. Nee, ich habe mich gerade erinnert, wie dieses Rätsel hier lief. Man sieht doch diese Stange. Und diese Stange ist dazu da, um dieses Ding zu schieben. Und man muss das Schild einfach nur auf den richten, der das Schwert in der Hand hielt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das Gas dann auf... Ja, das war auch schon alles. Dafür war nämlich diese komische Stange an dem Typen mit dem Schild dran. Ich habe das völlig vergessen. Aber egal. So.
eine eiserne Jungfrau und in die stecken wir das Schwert hinein. Dann entriegelt sich das. Alter Lachs, ey. Der ist doch schon durchbohrt mit dem Schwert. Und trotzdem. Trotzdem hatte der Bock. Ah, und hier kriege ich diese Spieluhr, diese Klavierrolle. Ja, und die muss ich ja jetzt oben einsetzen im Schloss wieder. Das bedeutet, es geht wieder los. Wir müssen wieder durch die Botanik laufen. Geil, Leute, wir sehen uns also gleich im Schloss wieder. Okay, Leute, wir sind wieder oben am Schloss. Aber wisst ihr, was mir jetzt schon auffällt? Dieses Glühwürmchen macht keinen Sound mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Das haut nicht hin. Au! Und du, Albert Wesker? Let's just say that I'm a ghost. Coming back to haunt your dear brother. Oha! Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. Wow, schaut euch mal seine Augen an. I don't know what went on between you two, but you have him all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Das war eine ordentliche Schelle. Und schlägt keine Frau, du Drecksau. Dafür wird der Chris den Arsch aufreißen. Also ich. Ich heiße nämlich auch so. Oh, how your brother will weep to see you die. What? What is it? Stay there. I'm coming. Alter. Der hört gar nicht wieder auf. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Na klar. Der Typ hat die rote Pille von Matrix gefressen. Und jetzt ist er voll auf Steroide. Halleluja. Okay, der hat aber klar auch ordentlich jetzt eine ausgewischt. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Resident Evil Code Veronica. Ich danke wie immer fürs Reinschalten, danke fürs Dabeisein. Wie immer den Daumen nach nördlichsten aller nördlichen Richtungen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und seht, wie das weitergeht zwischen Claire Redfield und Albert Wesker, dem alten Drecksaug. Naja, wie dem auch sei, macht's gut, haut rein, bis zur nächsten Folge und bleibt vor allem schön gesund. Bis dahin, ciao, ciao.